Moin Leute, willkommen hier bei Mechabellum. Schon heute wunderbaren Geschwindigkeitsspezialisten gegen den. Oh, Rhino-Spezialist, das heißt, er hat noch Rhino ab Stufe 4. Ab Runde 4, nicht Stufe 4. Das war auf Stufe 2, eher gesagt, nicht Stufe 4, sondern Stufe 2. Stufe 4, das wäre schon krass. Früher war es ja auch so, dass der in Stufe. Runde. Warum verwechsel ich jetzt Runde mit Stufe? Ich verstehe es nicht. Jedenfalls früher war es ja mit Runde 3 schon. Jetzt ist es mit Runde 4. Keine Ahnung warum. Und ja, gut, hat nicht funktioniert. Oh, nevermind. Das Gebäude ist Schrott. Okay, nevermind. Cool. Ja, war alles geplant. Also es war halt geplant. Ich habe halt gehofft, dass er irgendwie eine aggressive Stellung macht und so. Und dass eine Seite halt nicht so gut geschützt ist. Und naja, hat ja links funktioniert. Dementsprechend haben unsere Arclades da jetzt schön freies Spiel gehabt. Einigermaßen. Auch wenn es wahrscheinlich. Ja, mit Schummo von halt das Gebäude zu schneipen. Das ist halt eh immer so Zufall, Glück, alles mit einem zusammen gemixt irgendwie. Ja, die Schüsse fliegen und alles ist halt ein bisschen. Aber die erste Runde haben wir auf jeden Fall gewonnen. So, erhalte Stahlkugeln. Würde mir das was bringen? Nö. Würde das gar nichts bringen. Wenn ich Breite von Sledge hämmern würde, das mir was bringen? Ich meine, in Sicht gibt es auch keinen, sprich nichts dagegen, das zu tun. Also, eigentlich könnten wir das machen. Und ich werde natürlich jetzt sofort den Kollegen hier verkaufen. Denn der bringt eh nichts mehr. Und einfach, weil ich es kann, soll ich die Mustangs wegknüppeln, weil die sind schon echt krass noch, um mir auf den Nerven angehen. Das könnte ich machen. Damit unsere Fangs länger am Leben bleiben, um die Scharfschützen aufzuhalten. Ich bin super. Ha! Gut, ich meine, die Scharfschützen sind jetzt schon echt ätzend. Nein, nein, die sind echt einfach nur ätzend, verdammt. Och, als ob! Ich finde das so geil, wenn die jetzt aber schießen, dann diesen Streuschaden. Das ist richtig so Animation auch dann gibt. Ah, es gibt ja einen neuen. Von wegen wurde schon geschrieben, dass es was Neues geben wird. Auf jeden Fall Tarnung und so für die Mechs, für jeden. Irgendwie so habe ich gelesen, im neuen wurde das geschrieben. Im Blog oder so. Ach, mein, ist auf jeden Fall, ist schon was mein. Und meine Güte, da bin ich echt scharf drauf, muss ich sagen. Also da hätte ich echt Bock drauf. Okay, der Schaden. Soll der Schaden höher sein? So. Wir werden auf jeden Fall Sturmrufer behalten. Also wir werden die uns gleich nochmal holen, aber ich glaube erstmal werde ich jetzt denen hier das geben und dann werden die das bekommen. Weil ich meine, wir haben uns jetzt extra das geholt und ich möchte das jetzt eigentlich auch nutzen. Ich habe noch nie sowas gemacht mit der Long Range Sledgehammern, deswegen habe ich da Bock drauf. Außerdem haben wir eine ganz gewisse wunderbare Fähigkeit, elektromagnetischer Schuss. Das heißt, die Dudes rennen erstmal rein und wenn wir die dann treffen mit dem Sledgehammern, plopp, platzen die. Das ist zumindest der Plan. Und ob der Plan funktioniert, dann werden wir ja sehen, ja, aber ich habe da gute Hoffnung, meine Freunde. Teil schon Stufe, ja schon zwei Stufe 2 von denen. Finde ich aber cool, mal sowas zu haben als Gegner irgendwie. Ja, selten, dass man sowas sieht. Weil es halt so schnell gut gekontert werden kann halt, ne? Oh, also er holt sich selber Sturmrufer. Das ist interessant. Ich werde mir auf jeden Fall gleich wieder ein paar Sturmrufer holen. Einfach, weil die jetzt hier in dieser Situation dann doch schon echt ganz schön praktisch sind, muss man sagen. Und die haben jetzt ja mal Schaden, ne? 1200 machen die jetzt.
Wir sollten echt ganz gut jetzt hier da durchkommen. Ich hoffe, die schießen jetzt nochmal direkt auf den. Das Problem ist, das Teil macht jetzt Flächenschaden. Komm schon. Oh, danke. Oh, er hat dem Heilung gegeben? Okay, das ist ja richtig dreckig. Gefällt mir. Da kann ich nichts anderes gegen sagen, außer respektiere ich, ist cool. Ich glaube, ich muss jetzt schon auf elektromagnetisch Dingens gehen, ey. Sonst wird das einfach zu stressig jetzt, ganz ehrlich. 500 kostet das. Die Level auf den Sledgehammern sind auch sehr wichtig, auch, muss man dazu sagen. Die müssen auf jeden Fall auch leveln. Wasp auf Stufe 3. Ne, die platzen so hart gegen seine Scharfschützen, das kannst du knicken. Ich will halt gar nichts möchte ich haben, ganz ehrlich. Ich glaube, dann holen wir uns echt einmal noch ein bisschen mehr Fang-Action. Um unsere Panzer zu schützen. Dann hauen wir hier seinen Schaft hier weg, weil hat er... Ne, er hat genau... Ich weiß nicht, warum Leute dies nutzen, aber dann kein schnelles Nachladen nehmen. Denn dadurch, ich meine, das Teil wird ja dann automatisch zu sowas wie einem Arclight, nur halt schlechter, weil es halt nicht so gute Nachlässe hat. Boah, was ist halt im Vergleich... Der Arclight kann dreimal schießen und dann kannst du erst wieder schießen. Ist das so eine Art, oder... Ja, du schießt ein... Der Arclight schießt... Dann kannst du schießen, dann schießt der einmal, kannst du nicht schießen. Und dann beim zweiten Schuss vom Arclight kannst du auch erst wieder schießen. Also DPM von dem Scharfschützen ist aber richtig schlecht. Und die Reichweite ist auch sehr schlecht. Ach verdammt, ich habe den Rhino vergessen. Fuck. Aber warte, wir müssen ja eigentlich ja doch durch den elektromagnetischen Schuss, müsste das eigentlich auch ganz gut sein jetzt mit dem... Ne, weil er wird langsamer. Hat er die Verlangsamungstechnik drin, dass er nicht... Ne, hat er nicht. Nice. Dann fokus den mal bitte runter. Aber ich muss auf jeden Fall gleich eine bessere Möglichkeit finden, mit dem zu klarzukommen. Mehr Panzer auf Stufe 2. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Da habe ich Bock drauf. So, ihr levelt jetzt mal schön, meine Freunde. Los, levelt. Oh, er kann schon Stufe Dingens werden. Stufe 2. Ja, kann er Stufe 3 werden? Oh, er kann Stufe 3 werden. Und er? Nein! Ach nein. Ach, ein bisschen fehlt noch. Oh Mann. Wäre so geil. Der ist Stufe 3 jetzt mit dem. Das ist schon nice. Und Eilmodul. Warte mal. Werde ich so viel spammen? Das ist da. Das ist jetzt. Nee, die kostet immer noch 200. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht machen. Möchte ich Top-Forward-Spezialist haben? Das ist eigentlich schon echt nice. Ich möchte aber gerne das Eilmodul haben. Ich glaube, das macht mehr Sinn auf lang. Wir haben beide noch so viel Leben. Jetzt wird das, wird sich, glaube ich, echt lohnen auf Dauer. Deswegen soll ich das auf jeden Fall machen. Hat der Selbstzerstörung? Nee, der hat nichts wirklich, wo ich mir denke, okay, das Wirbelwind ist immer sehr wichtig. Ich finde, Wirbelwind sollte man auf jeden Fall beim Rhino haben dabei. Das ist auf jeden Fall so eine Sache. Ich glaube einfach, damit er hier nicht so leicht durchkommt und weil sein Schaft hier eh so scheiße ist, holen wir einfach mehr Fangs, ganz ehrlich. Damit er halt echt nicht hier schnell einfach durch mein Gebäude rennen kann, weil das ist echt nicht so geil. Ich glaube, ich werde die jetzt sogar, wenn er Wirbelwind nutzt, um da schneller durch den Kram durchzukommen, werde ich auf jeden Fall die so schräg machen, damit auf jeden Fall nicht alle, weil das hat ja eine gewisse Reichweite und den Wirbelwind um ihn herum. Ich will eigentlich, um genau zu sein. Ich sehe gar nicht die Reichweite, aber der Innenlangenzeitraum eine Chance von. Oh. Auf jeden Fall, aber dass sie so schräg, dann greift dann überleben wahrscheinlich noch welche mit Schild. Und Schilde einfach allgemein, damit es ein bisschen abfuckend ist. Oh ja, danke. Genau. Okay, macht er jetzt das Wirbeln, ne? Ja, die Schilde halten aber echt ganz gut. Aber ich glaube, das reicht nicht. Oh, er hat jetzt die Heilung auf seinen Rhino gemacht. Oh, jetzt kommen die Dreierpanzer. Ja, die hauen ihn weg. Oh mein Gott, hauen ihn weg. Die haben ja gar keine Chance. Oh, er hat sich Wasp geholt. Interessant. Ah, okay.
Ne, wir werden jetzt sterben, leider. Oh, schade, schade, Schokolade. Ach, selbst wenn ich das verliere, das ist gerade voll geil. Ich liebe es. Oh ja. Oh, ich habe sowas gehofft, Mann. Das kann ich dann. Oh, intensive Ausbildung! Oh, ich habe. Oh, so viele geile Sachen. Angriff, Fang. Verdammt. Geladene Munition. Ich habe das auf den Panzern. Ich brauche das nicht noch auf dem Mustang. Was ist halt echt schon geil, muss man sagen. Aber am besten wäre echt, wenn ich jetzt die Wasp mit Mustangs beantworte. Und ich glaube, ich werde echt 18 nehmen. Was echt geil ist. Ich glaube, weil es so geil war. Ich weiß, ich habe gesagt, ich will mir Stumme verholen, aber ich glaube tatsächlich, die Panzer sind dann doch eher die geile Sache jetzt hier. Auch wegen der Range und so. Deswegen werden die übelst hardcore pumpen, Alter. Aber ich hätte so gern den Kollegen hätte ich so gern links hier, weil der bei dem Rhino halt natürlich besser ist. Oder der hier zum Beispiel. Macht gerade mehr Sinn. Wir brauchen irgendwas, um gegen die Wasp anzutreten. Ich meine, wir haben schon Schilde in Fangs investiert. Sollen wir jetzt weiterhin auf... Nee, Arclights auf Range möchte ich nicht aufbauen, ganz ehrlich. Das kannst du einfach so easy weghauen auch. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall machen möchte, weil er das Teil so nah dran gebaut hat hier an der Ecke. Ja, mach mal so. Ich habe jetzt noch 200, aber... Oh! Na gut. Okay, ich muss irgendwas an den Seiten machen, dass der... Ey, der will so hart mit seinem Rhino da durchkommen, ne? Das ist echt krass. Wie hart er das versucht, ist unglaublich. Ich glaube, ich baue euch Hummel gleich echt Stahlkugeln, ey. Das geht mir echt auf den Sack langsam. Die Mustang sind schon alle Stufen aufgestiegen, weil die durch die Wasp einfach Stufe 3 so mega hart gefeedet werden mit XP, Alter. Okay, die sind noch nicht aufgestiegen. Komm schon. Hilt ihn. Komm schon. Danke. Aufgestiegen? Ne, die sind noch nicht aufgestiegen. Oh, nice. Jetzt kann ich aufsteigen. Steigen. Sorry, ich bin gerade. Puh, es ist toll spannend, Mann. Oh ja, kommen die Super Tanks. Los, schnetzelt euch durch. Ich bin gar nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die hauen ihn voll weg. Ey, diese Panzer, ey. Krass. Oh. Warte mal. Okay. Das ist echt nice. Der Parasitären Munition. Wird ganz nice sein. Aber tatsächlich hat er irgendwie hinten... Er hat nichts hinten wirklich zum Schutz. Außer die Rakete hier. Vielleicht könnte ich ein bisschen Call-Action machen. Ich glaube, das würde mich dann eher machen. Weil die, auch wenn die geil sein kann, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine geile Sache ist tatsächlich, ob sich das so mega lohnt, meine ich. Ich glaube, ich werde den Panzern auch Leben und so geben noch irgendwie. Irgendwie habe ich da Bock drauf, das muss noch sein. Aber machen wir dann mal so. Oder lieber in die Mitte. Ne, warte, Mitte sind die Mustangs, ist lol, ist eine schlechte Idee. Okay. Mehr Panzer oder? Mehr Panzer. Oh, jetzt habe ich aber kein Geld mehr für Dingens. Warte mal, erstmal möchte ich den verlangsamen, den Dude, der nervt. Und dann haue ich hier links und rechts mal ein bisschen was weg. Und gib nochmal den Panzern mehr Range. Erstmal. Das F ist Smoke Gate ist jetzt eine Sache, wo ich echt... gar nicht mitgerechnet habe, bin ich ehrlich. Okay, linke Seite haben wir gekillt, alles schnell. Die Smoke ist jetzt noch zwei Runden da, das ist blöd. Dann werden wir gleich
Den Vorschlag kann man auf jeden Fall Heilung geben, weil wenn die dann so Wine waschen, macht das auf jeden Fall Sinn. Außer man hat so viele, das könnte sich auf jeden Fall lohnen. Oh, ich sehe gerade. Er hat alle Angriffe. Ich glaube, das ist ganz gut, ja. Das ist das Beste. Und das jetzt auch, okay. Das heißt, Heilung bringt wahrscheinlich gar nichts mehr wirklich, aber... Ich meine, die müssen ja treffen erstmal, damit das, ne? Okay, weiß was, komm, Alter, ich möchte dich auf Stufe 9 sehen. Ich möchte dich so, oder... Ach, scheiß drauf, komm. Heilung, ich meine, die müssen ja auch treffen, also deswegen... Und ich werde dann hier echt nochmal... zwei Stufe 1er Mustangs auf jeder Seite. Die haben ja diesen Extra, damit die mehr Schaden machen gegen... die, Flugeinheiten, gegen die Wasp. Das heißt, die müssen ja erstmal in Range kommen. Und die Mustangs haben selbst ohne Range Upgrade, haben die ja sogar mehr als die. Und dadurch, dass die jetzt natürlich noch diese Flugabwehr-Technik haben, haben die nochmal mehr Reichweite. 30, also haben die 100, 125 gegen seine 82, das sollte ganz gut sein. Der Wino in der Mitte ist einfach echt nur noch so ein Feeder, ey, ganz ehrlich, der feedet auch noch richtig hart, einfach nur. Alter, wie hardcore der für... Oh, jetzt haben der... er hat den jetzt Reichweite gegeben. Alter, okay, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Das ist echt nicht gut. Okay, dem jetzt mehr Reichweite, ne? Ja. Deutlich mehr. Die werden jetzt sofort sterben durch die Missile. Ja, selbst mit 50% weniger Schaden nehmen. Okay, das wird mit der, mit den... Ich hätte nicht gedacht, dass die Bosse jetzt so schlimm werden. Tatsächlich. Das ist jetzt schon echt schlecht. Ich glaube, für die Panzer-Range zu haben, wäre schon geil, aber 900... sich das halt, ob das jetzt so mega große Auswirkungen hat. Aber ich glaube einfach, dass die halt nicht in die Reichweite von den Wasps so schnell kommen, wäre, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ganz nice. Okay, und die Wasps werden jetzt hoffentlich mal geschreddet hier von diesen geilen Mustang. Warum haut die keinen Bitches weg? Okay, heilige Scheiße, Mann. Mein Gott, wir haben die Runden. Wir haben die 9 Runden überwunden. Na, oh mein Gott. Ah, oh, jetzt hätte ich doch gerne echt Mustangs mit Technik-Upgrade, ey. Ach, stimmt, das können wir auch noch machen bei den Mustangs. Ah, oh, der ist auch schon Stufe 3, nice. Oh, der Panzer, Stufe, ja, ist gut. Okay, ist halt die Frage, was ist besser? Erhöht die Reichweite vom Flächenschaden. Flächenschaden ist halt richtig geil, eigentlich, wenn man so sieht. Ich kriege die... alle Schaden. What the fuck? Okay. Ja gut, ich meine, why not? Ich würde mal sagen... Ja, dadurch machen wir die Kriecher auch schneller weg, ja alle. Also, kein Problem, nicht.
glaube, wir haben genug Mustangs. Ich glaube, ich würde dann einfach jetzt echt noch einfach mehr Kleinkram hier vorstellen. Wenn man so sagen will. Oh! Hm. Bossmonster. Ich weiß, wäre vielleicht gut, wenn ich den verkaufen würde und dann das hier auf einen Mustang klatsche, aber... Alter, ich bin einfach... Dann fehlt der wahrscheinlich dann auch, war auch auf der Seite, deswegen... Lass ich das liegen. Das ist jetzt blöd. Okay, die sind auf jeden Fall safe tot. Und die Kriecher ja auch. Die werden sowieso an der Seite jetzt weggesmashed, einfach die Teile, die haben gar keine Chance mehr. Naja, die sind so schnell weg, Mann. Das ist echt krass. Und durch den Flächenschaden mit den War... Oh mein Gott, ja. Nun gut. Und ich glaube, Range mit den Panzern ist jetzt noch eine gute Sache. Ja, mein Stuhl, ey. Oh, der rutscht immer ein bisschen runter, du. Oh mein Gott. Oh, ich liebe es. Oh. Aber es macht keinen Sinn, oder? Nee, es macht keinen Sinn. Oh, ich hätte aber so gern genommen. Ohne Witz, das wäre so geil, wenn ich das jetzt haben könnte. Aber hat er eigentlich auf Top? Oh, hat er nicht? Ich habe Top-Forward-Spezialist, er hat es aber nicht genommen. Das heißt, ich habe eh schon die ganze Zeit einen Wirtschaftsvorteil, weil ich einfach mehr Geld bekomme und so. Okay, das ist nice. Das gefällt mir. Nicht gut. Okay, das Teil, das wäre schon ganz nice, aber ich habe das Gefühl, dass die Teile einfach zu schnell sterben. Und jetzt so viel Geld, ich glaube dann... Ich glaube, das ist doch geiler schon, ne? Ich mache einfach so, dann bleiben die alle auf ihrem Punkt da stehen. Erstmal mache ich das hier. Erstmal das Wichtige upgraden, komm. Erstmal upgraden. So, jetzt haben wir keine Stufe 2 Panzer mehr endlich. Nice. Und dann mache ich einfach hier den Strahl so. Ja, das ist falsch. Mach die auch hier, damit die ablenken, damit die da länger stehen bleiben. Könnte auch anders nutzen, klar, aber ich finde es trotzdem geil. So. Dann mache ich das. Das und das. Dann einfach noch mehr Kleinkram zum Ablenken. Ja, das war so klar, dass er auf meine geilen Panzer geht. Aha, Schilde im Weg, mein Freund. Vergiss es. Ja, komm, fahrt aus dem Weg raus. Oh, ja, komm, fahrt raus. Oh, nice. Oh mein Gott, der Swarm. Okay, da stirbt so viel wegen den ganzen... Aber die Range von den Panzern ist halt jetzt so unmenschlich geil. Die haben jetzt eine Range von 180 Meter. Das heißt, die haben gleiche Range wie die Sturmhufer. Nice. Das ist doch schön. Alter, Junge. So, konnte ich eigentlich gerade was aufwerten? Fällt mir gerade ein. Hatte ich eigentlich gerade die Möglichkeit, meinen Dingen zu nutzen? Nee, ne? Verringert die Technik Upgrades für alle Einheiten. Nee, das bringt einfach gar nichts mehr. Ich bin jetzt einfach echt für die Memes und mache einfach das. Heavy Armor. Why not? Und ich finde, der Junge hier, der auf der linken Seite, linken Flanke, der Panzer hat sich auch echt fett was verdient. Deswegen gönne dir das, mein Freund. Und einfach, weil ich auch echt jetzt Gönner bin, kriegst du auch das, mein Freund. Ich weiß nicht, warum ich die Arclights auf Stufe 1 hier noch stehen habe. Ich frage mich nicht. Und langsam haben wir auch so eine verdammte Armada hier von den Dingens stehen. Dass ich denen eigentlich, glaube ich, auch einfach Range gebe jetzt. Tatsächlich. Weil ich möchte jetzt schon irgendwie, dass das die letzte Runde ist, bin ich ehrlich.
Dann machen wir... Ah nee, das bringt einfach gar nichts, glaube ich. Ganz ehrlich, das bringt aber, glaube ich, einfach gar nichts. Ich glaube, nee, das ist, die sind auch sofort tot. Weil vielleicht bringt das ein bisschen was. Damit es nicht so mega krank ist. Die Smoke ist übrigens doch ein bisschen daran gekommen. Das ist ein bisschen blöd, aber hey, nicht schlimm. Ich habe noch 50. Okay, weißt du was? Keine Ahnung warum. Ey, okay, die wird so schnell sterben, Alter. Allein wegen den ganzen Panzern, die halt mit der ganzen Range. Alter, okay, es wird ganz schön laggy gerade, muss ich sagen. Ach du Heilige, ich sehe gar nichts mehr. Na, Spaß, alles gut. Aber es ist auf jeden Fall schon echt am laggen gerade. Bisschen zu krass, muss ich sagen. Alter, sag mir jetzt nicht, das verliert ich und dann gibt es noch eine weitere Runde. Er hat echt viele Sturmrufer leider langsam, die halt echt auch gut Schaden raushauen. Jetzt haben wir wieder gleich viel Leben ungefähr. Das ist echt schlecht für mich. Mustangs. Schwere Mustangs. Ich meine, macht das Sinn? Denken wir mal 200% mehr Leben, dass sie dann vielleicht einfach das überleben, die Schüsse von seinen... Ah, die sind voll abgegradet. Ach, kein Wunder. Oh, Mann. Junge, was hat der hier? Streuschaden? Weiterbare Lastung? Und da waren 15 erhöht. Ich muss sagen, mir gefällt... Mir gefällt, dass wieder seine Dingens baut. Aber ich glaube, ich habe doch jetzt eine Idee, wie man das machen kann. Ich mache das nicht. Das ist, glaube ich, Quatsch. Spring einfach. Ja, okay, das Elite-Gut hätte ich gar nicht machen müssen. Gehen ja eh erst auf die Fangs, deswegen. Alter, leck des Jahrtausends, Alter. What the fuck, ey. Der Damage-Stil ist halt einfach komplett nur bei seinen Sturmufern, muss man sagen. Und ohne seine Sturmufer sieht man ja schon, stimmt einfach gar nichts von mir. Ja, guckt euch das an. Jetzt komme ich so easy. Die ist tot? Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, Alter. What the fuck, als ob. Als. Wenn wir die Runde nicht gewinnen, dann kann ich auch... Nee, warte. Nee, Quatsch. Die Runde. Okay, Moment. Dann hätte ich noch Panzer machen können, weil da ich die abgewählt habe komplett... Müsste ich das auf jeden Fall lohnen? Alter Junge, GG, Mann. Ey, ich wollte nur mal eine kurze Runde spielen, ey. Ja, das sieht aber schon eh nicht mehr. Aber das ist jetzt so. So. Kriegsverbrechen sind einfach perfekt gegen so eine Taktik. Also, als ob der hat sogar wie Armor auf seinen Sturmrufer an. Ja, genau. Der war total voll im Meme, ey, geil. Ich habe dagegen einen Meme-Lord gespielt, glaube ich. Nee, also allein die Wasp und dann sowas habe ich auch nie gesehen gefühlt. Also das ist echt extremst geil. Also ich finde das war echt cool, das Match. Alter, was da alles passiert ist. Am Ende hat's richtig hart geruggelt. Ich meine, ich habe die Grafik tatsächlich auf maximal, muss man sagen, oder? Naja, es geht. Na, ist aber trotzdem schon ganz schön hoch. Aber ja,
Dass er jetzt ab Runde 13, also ich, so ab Runde 10, kommt natürlich darauf an, was du für Einheiten hast, kommen da wirklich einfach Massen, wirklich Massen an Lags. Wirklich. Und da wir so kleine Einheiten haben, so viel, er hat so viele Wasp und auch so viele Kriecher und alles. Er hat so viele Wasp, ach du Scheiße. Ne, und so, dann ist natürlich die Sache, dann laggt es einfach nur dauerhaft, Mann. So. Aber. Ja, das ist auf jeden Fall unser Vampida-Junge hier. Das ist unser zweiter. Also die Panzer links und rechts in der Ecke gut geschützt waren. Die waren tatsächlich unsere MVPs. Der Typ hat 300.000 Schaden gemacht. Es laggt sogar jetzt noch, obwohl die sich nicht bewegen, die Einheiten. Und ich habe ehrlich gesagt am Ende, in der 13. Runde habe ich echt erst gescheckt, so dass die Sturmrufer so mega gepumpt sind. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ich habe gesehen, Overlord war drauf, habe ich mal so ein bisschen überflogen. Ich habe gerade erst mal genau hingeguckt erst und gesehen, was da für, der hat komplett voll Tech-Upgrades von denen. Alter, what the fuck, selbst die sind schon alle Stufe 4 oder 5, ne? Also es ist schon echt geile Kombination gewesen. Die Fangs einfach Meatshield und dann Mustangs und dann Panzer einfach die Damage-Schiele auf Long Range mit 180 Meter Reichweite und dann der Geschwindigkeit. Wir sind auch Geschwindigkeitsspezialist, genau. Das heißt 17 Meter pro Sekunde, das heißt, die fahren auch sehr schnell. Das heißt, die können sogar, wenn sie fahren, den Schüssen von den Sturmrufern ausweichen, das ja auch ganz gut ist. Aber da die ja so viel Range haben, bleiben die natürlich auch eher dann auf Range. Da ist dann wieder ein Nachteil, wenn du Range machst mit Vorschlaghammern, weil dadurch fahren die halt nicht richtig nah auf die Sturmrufer drauf zu, sondern schießen aus der Range und dann können die Sturmrufer das auch schön machen. Aber natürlich der Vorteil ist dann natürlich wieder, dass du halt auch auf Range mit den Panzern schon Schaden machen kannst. Also ja, so nach so ist halt natürlich die Frage, was besser ist. Aber wenn sie halt auf den zufahren direkt, dann schießen die meistens und müssen Nachladezeit und dann hast du vielleicht Glück und die schießen nicht mehr und du killst die halt vorher oder so zum Beispiel. Aber Range ist natürlich dann auch besser, weil du dann halt natürlich von Entfernung halt direkt schießen kannst und was für vor dir ist zum Beispiel als Schild nützt. Ich habe die Fangs dann auch mit Range ausgeschaltet, damit die auch ein bisschen mehr ja, Parole bieten können. Den Wasp gegenüber natürlich, Stufe 5 sind die. Natürlich sind jetzt, oh, Stufe 7? Als ob, ich habe noch nie Stufe 7 Wasp gesehen, Junge. Was zur Hölle? Ja, so einen krassen Kill-Count hier, Alter, mit 213. Also, das hat sich ganz so lustig entwickelt auch. Der hat erst Scharfschützen hier mit dem gemacht. Ne, die haben auch gar nichts gebracht von ihm. Hat mich ein bisschen mit Kriechern ablenken wollen, aber die sind so schnell gestorben. Ach, die Mustangs sind auch Stufe 6. Ich mag solche Spiele, die richtig lange dauern. Da kannst du mich so viel geile. Das passiert einfach das Geilste. Dann passiert einfach so viel unterschiedlicher Kram und ich weiß nicht mal, ich bin einfach jetzt schon überlegen, wie ich das machen will, dass man hier direkt vom Thumbnail und der Beschreibung oder halt dem Titel sehen kann, jo, das Spiel war geil. Ich weiß es nicht. 13 Runden des Leggens, keine Ahnung. Was auch immer. Ich weiß nicht. Muss mal gucken. Das wird eine Herausforderung. Aber die Kriegsfabrik auf jeden Fall MVP hat mir noch geholfen, ne? Dass die Linke sogar gestorben ist, finde ich echt krass. Nochmal eine Sache zum Schluss. Welche Level waren die Kollegen hier? Okay, die Stufe waren Stufe 5, Stufe 4, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 2. So viele hat er tatsächlich noch gar nicht gehabt, dann merke ich jetzt gerade. Die waren Stufe 5 und die haben echt pro Schuss 4500 Schaden gemacht. Das heißt, jeder von den kleinen einzelnen Schüssen, die machen ja, jeder schießt 4 von den Teilen, die hier stehen. Und jeder von denen macht dann, jeder Schuss, der da fliegt von den 4, macht dann 4500. Also, hier sind auch 3 von denen tatsächlich, die alle Stufe 3 sind und 2700 Schaden. Ich glaube, die Kriegsfabrik war da einfach überfordert mit den 3 Schüssen dann tatsächlich, weil dreimal, dass sie dreimal immer schießen, ja schon, ja. Alle dreimal, also das 3 von den Schießen, alle 3,6 Sekunden, das ist dann schon echt krass. Alter Junge, na Gott. Ja, ich sehe gerade auch tatsächlich, er hat sich am Ende. Nee, er hat am Anfang sogar schon direkt Sturmrufer mit Reichweite von 35 normal, deswegen haben die auch mehr Range. Das heißt, er hatte echt die Range sich auch erst später geholt, weil ich hatte ja noch gesehen, dass er 380 Range noch hatte. Irgendwie sowas. Ah, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, das war eine Runde Mechabellum. Runde 13. Mit Panzern-Range, mit voll abgegradeten Panzern und Mustangs mit einfach übelsten Spaß, kleine Kriecher zu mobben und, was hier alles dabei war. Und Sturmrufern mit Heavy Armor und Wasp auf Stufe 7 mit Heilung.
Und noch mehr. Ja. Kriegen ja auch durch die Range, die wir extra hatten, ja, kriegen auch Leben weniger, ne? Ja. Deswegen haben die uns auch so weg, auch mit den Panzern. Naja, aber trotzdem geil mit der langen Range. Nun gut, dann war das wohl jetzt auch wieder eine wunderbare Runde Mechabellum. Wieder etwas länger, aber na, wisst ihr warum? Weil die echt 13 Runden ist schon echt krass, muss man sagen. Und ja, ausgefallen, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.